ich glaube einfach, dass das Publikum liebt Barockmusik. Das ist eine Zeitlosigkeit, das geht einfach nie weg, sondern die Leute träumen sehr viel mit Barockmusik. Es gibt einfach in dieser Barockmusik eine emotionale Seite, die extrem tief berührt. Das ist ein eigenes Ensemble jetzt. Wir, ich und mein Bruder, kennen uns schon seit Jahren. Wir haben Musik zusammengespielt. Wir wissen unsere Sprache. Was suchen wir zusammen? Wenn etwas von neu anfängt, dann hat es natürlich dieses Spritzige ist immer noch sehr frisch da, weil man will etwas aufbauen, etwas Neues kreieren. Das Interessante in der Barockmusik ist grundsätzlich, das zu merken und zu entdecken. Freiheit ist mittendrin. Die Freiheit muss eine Struktur haben, eine logische Bewegung, die irgendwie aus der Musik natürlich herauskommt, aber vor allem auch aus eigenen Gefühlen und aus eigenen Rhythmusgefühl. Das ist der richtige Impuls. Für mich war ganz wichtig, irgendwie ein bisschen entdecken gehen, ob es tatsächlich nicht mehr Cello-Konzerte gibt von anderen Komponisten, die vielleicht einfach nicht das Glück hatten, so bekannt zu werden, wie damals bei Vivaldi war. Und da habe ich natürlich diese Giovanni Platti entdeckt, das war wirklich eine Entdeckung. I am here in the Schloss Wissenheit. This is a very special place for me because when I arrive here and I see all these original pieces of Giovanni Platti, this is for me the first time I had the chance just to touch this kind of music. And, die Musik von Giovanni Platti ist auf jeden Fall viel progressiver als die von Vivaldi. Für mich das Interessanteste als Cellistin ist zu sehen, dass man immer sagt zuerst, dass das Cello nicht ein großes Repertoire hat. Und ich immer mehr von der Überzeugung bin, dass wenn man will, man findet Repertoire für unser Instrument.